Herzlich willkommen zur Präsentation von dem Mobile CAD für euer Handy von Dakel. Dieses CAD funktioniert genauso auf dem PC wie auf dem Handy. Damit ihr sehen könnt, wie das aussieht, wechseln wir die Darstellung. Wir haben nun 360x640, das entspricht ungefähr dem Handy S4 von Samsung oder einem iPhone in der Darstellung. Dieses Video und noch viele mehr findet ihr auf der Startseite. Wenn ihr dorthin gelangt, habt ihr die Möglichkeit, ganz einfach zu scrollen und euch die verschiedenen Videos anzuschauen. Diese werden direkt im YouTube-Format abgespielt. Zurück zum Mobile CAD kommt ihr ganz einfach über Anwendung starten. Und nun sind wir wieder da, wo wir begonnen haben. Die angezeigten Einträge sind optional. Das heißt, da es ja meistens schnell gehen soll, klickt ihr einfach auf Speichern und Weiter. Und schon landet ihr bei der Auswahl der Dachtypen. Hier stehen euch insgesamt 9 verschiedene Grundtypen zur Verfügung und wir wählen zum Beispiel den Winkelbau. Das Programm springt nach oben und mit Speichern landen wir auf der nächsten Seite. Jeder der Typenbauten ist über Standardwerte definiert. Klickt ihr in ein Feld, bekommt ihr angezeigt, welcher Wert aktuell von diesem Feld beschrieben wird. Bei Länge waagerecht ändere ich die Eingabe auf 18 Meter. Mit der Tabulator-Taste oder mit einer Sprungtaste auf dem Handy verlasst ihr das Feld. Schon, seht ihr, ist das Gebäude mitgezeichnet worden. Länge senkrecht lassen wir. Breite waagerecht, hier oben dieser Bereich, enden wir auf 11 Meter. Schon hat das Programm eine Verfallung konstruiert. Ihr springt weiter und könnt immer hier lesen, was gemeint ist. Draufüberstand, lange Seite, waagerecht, senkrecht und so weiter. Hier sehen wir schon, hier handelt es sich um Dachüberstände oder Dachneigungen. In diesem Feld Dachneigung, Walmseite, waagerecht. Walmseite haben wir hier, waagerecht ist genau diese Fläche. Diesen Wert enden wir auf 90 Grad. Und wieder Tab. Und schon haben wir hier einen Ortgang. Das heißt, spielt etwas rum mit diesen Eingabewerten und lest immer, was hier oben steht. Dann könnt ihr fast jedes beliebige Dach konstruieren. Mit Speichern und Weiter gelangt ihr zur Projektübersicht. Hier könnt ihr nun ein weiteres Dach hinzufügen, Gauben hinzufügen. Ihr könnt Dächer zueinander verschieben und sie somit miteinander verschneiden. Ihr könnt Dach oder Dächer auch wieder ändern. Und ihr könnt natürlich auch Gebäude, die nicht mehr benötigt werden oder die falsch hinzugefügt worden sind, natürlich wieder löschen. Um euch auch hier zu zeigen, wie es funktioniert, fügen wir zum Beispiel noch ein Dach hinzu. Wir wählen hierzu das Satteldach und konstruieren damit einen Garagenanbau. Mit Speichern und Weiter wechseln wir wieder zur Werteingabe. Die Länge mit 10 Meter lassen wir bestehen. Unsere Garage wäre 4 Meter breit. Der Überstand Ortgang links ist der, der ins Gebäude reinschneiden soll. Das heißt, unser Garagenanbau kommt von rechts. Diesen Wert setzen wir auf 0. Vorne den Überstand lassen wir, den Draufüberstand Dachfläche 1 und Dachfläche 2 lassen wir ebenfalls bei 60 und die Draufhöhe setzen wir auf 2,30 Meter. An den Neigungen ändern wir nichts und mit Speichern und Weiter übernehmen wir auch dieses Gebäude und landen wieder in der Projektübersicht. Nun haben wir zwei Gebäude, die auch beide unten unter unseren Menüs angezeigt werden. Nun markieren wir unser Satteldach und sagen, dich verschieben wir. Dann bekommen wir seine aktuellen XY-Koordinaten angezeigt und seinen Drehwinkel. Wir sagen, unser Gebäude schiebt sich auf 14 Meter und unser Y-Wert, 14 ist also, es wird nach links verschoben und Y-Wert auf 5,60 Meter wird nach oben verschoben. Drehen tun wir nicht und sagen einfach Dachaufbau verschieben.
Scrollen wir nun nach unten, so sehen wir, wir haben hier unser Winkelbau und direkt den Garagenanbau. Ihr könnt nun direkt mit dem Handy auf der Baustelle eurem Kunden verschiedene Ansichten zeigen. Zum Beispiel von rechts unten. Ihr könnt das Bild vergrößern, verkleinern in der PC-Version. Auf dem Handy optimiert das direkt auf eure Ansicht. Wichtig ist jetzt, dieses Gebäude könnt ihr einfach über Projektdownload euch per E-Mail nach Hause schicken, direkt von der Baustelle aus. Bei Android-Handys oder Windows-Phones kann ich das auch lokal speichern. Beim iPhone könnt ihr halt dann hier über die E-Mail-Adresse euch direkt dieses Projekt ins Büro schicken. Mit dem Button PDF erzeugen erhaltet ihr direkt in der Handy-Ansicht ein PDF-Aufmaß, welches ihr auch eurem Kunden zeigen könnt. Ihr erhaltet eine Draufsicht, die vier Seitenansichten und nun jede Fläche mit maximaler Sparrenlänge, jedem einzelnen Kantentyp, Grad, First, Ortgang, Traufe und mit dessen jeweiliger Länge. Wenn aufgeteilt werden muss in mehrere Einzelflächen und dann werden diese in prüfbare Teilflächen aufgegliedert und hier mit Formeln dargestellt. Um das etwas zu verdeutlichen, machen wir es mal größer. Das ist jetzt die Ansicht auf dem PC, aber es ist trotzdem auch auf dem Handy gut lesbar und ihr könnt so ein detailliertes Aufmaß direkt eurem Kunden präsentieren. Klickt ihr nun an dieser Stelle auf Speichern und Weiter, dann landet ihr in dem Dachschichtaufbau. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, wir benötigen eine Konterlattung im Standardformat Traglattung Standard. Wir hätten gern eine Eindeckung, Tonziegel der Firma Meyer-Holsen und neben den Da Capo Verschiebeziegel. Alles, wie gesagt, auf dem Handy. Ihr klickt auf Speichern und Weiter und die entsprechenden Schichtdaten werden von unserem Server geladen. Ihr wählt nun die Eigenschaften der Konterlattung. Ihr bekommt direkt angezeigt, wie viel Quadratmeter dieses Dach hat und wählt an dieser Stelle jetzt die Eigenschaften. Mit dem grünen Daumen geht's weiter. Er fragt nach der Keilbohlenabmessung und wieder grüner Daumen. Nun sind wir bei der Traglattung. Weiter geht's. Nun bei der Dacheindeckung. Das Modell steht schon fest, das haben wir gewählt. Da Capo ist ein Verschiebeziegel. Das heißt, in dem Moment müssen wir definieren, wie groß ist die Lattweite. Dadurch wird nämlich sofort die Menge ermittelt, die pro Quadratmeter benötigt wird. Wir arbeiten hier mit 290 mm. Wir können eine Farblinie definieren, eine Oberfläche und nachher die dazugehörige Farbe. Mit oder ohne Lochung, alles fix und fertig. Und wieder geht's mit dem grünen Daumen weiter. Nun werden wir nach den Ausführungen für Ortgänge gefragt. Ortgang links mit Ortgangplatte oder als Doppelwulstziegel. Wir bleiben bei unserem Standard Ortgang links. Ortgang rechts genauso. Dann können wir unseren Trockenfirst definieren. Trockengrad. Die Kehlausführung als Metallkehle. Wandanschluss links. Rechts. So, Firstanfang hat er gefunden. Kehlanfänge müssen ausgeführt werden, gerade Wallenkappenanfänger. Alles komplett von diesem Gebäude, von der Geometrie dieses Gebäudes abhängig. Und immer mit dem grünen Daumen weiter, bis wir jetzt zu den Zusatzformteilen kommen, wie zum Beispiel Lüfter, Antennendurchgang, Solardurchgangsziegel, wenn wir etwas nicht gebrauchen, weiter mit dem roten Daumen. Dunstrohrdurchgang und einen Thermendurchgang. Fertig ist unser LV. Und nicht nur das LV,
Verkauf sofort die entsprechenden Artikelsummen. Das Ganze speichern wir nun. Als Projekt Download. Ich habe dem ganzen Dakel unterstrich 01 SXML gegeben. SXML ist das Datenformat. Und ich sage Datei speichern. Im nächsten Schritt laden wir nun unser Projekt, welches wir mit dem Handy erstellt haben, in unsere Vollversion von 3D DachCut. Wir starten Steildach, gehen auf Durchsuchen, Downloads und haben hier unser Projekt, was wir soeben downgeloadet haben. Ich klicke auf Öffnen. Und sofort ist unser Projekt in der Vollversion vorhanden. Hier können wir es ganz einfach mit der Maus drehen und uns anschauen und weitere Funktionen nutzen. Wir könnten es ergänzen um Gauben, Kamine, und auch um Dachfenster. Ihr wählt den Hersteller, den Fenstertyp, die Fenstergröße. Direkt sind die Öffnungsabmessungen bekannt. Ihr fügt das Fenster dem Projekt hinzu, platziert es auf dem Gebäude. Und schon wächst unser über das Handy erstellte Projekt mit unserer Vollversion weiter. Das Wichtige dabei ist, dadurch, dass wir die Maße auf dem Bau direkt genommen haben, ist unsere weitere Planung hier schon sehr, sehr exakt. Je nachdem, welches Kalkulationsprogramm ihr im Einsatz habt, stehen euch nun unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Eine Sache, die sehr oft umgesetzt worden ist, ist die Übernahme der Mengen aus dem CAD, zum Beispiel unserer Dachflächen, per Drag and Drop auf die entsprechenden Positionen in unserem Kalkulationsprogramm. Ich kann entweder alle Flächen auf einmal nehmen oder halt einzelne Flächen rüberziehen auf entsprechende Positionen, falls unterschiedliche Eindeckungen verwendet würden. In unserem Falle gehe ich hin, schnappe mir die ganzen Dachflächen, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe rüber auf meine Unterspannbahn. Lasse los und die Mengen sind übertragen. Das gleiche mache ich auf die Konterlattung, auf die Traglattung und auf die Eindeckung. Lüfter First, da wechseln wir zu den Dachkanten. Firste nehme ich rüber, fertig. Grate, genau das gleiche. Und jetzt das super Ergebnis, was ihr dann bekommt. Ihr könnt euch entsprechendes Aufmaßdokument anschauen. Und dort findet ihr dann sofort im Bereich der Dacheindeckung und der Unterkonstruktion komplett sämtliche Formeln, die das CAD ermittelt hat. Und ihr seid mit eurem Aufmaß so gut wie fertig. Eine zweite Variante ist der direkte Import des im Internet zuvor erzeugten LVs. Profiplaner zu Angebot ist zum Beispiel die Schnittstelle in MFDach. Auch hier greifen wir wieder auf unser gespeichertes Projekt zu, öffnen es, wählen noch aus unserem Kundenstamm unseren Kunden, natürlich die Firma Dakel, den Christian Bauer, haben alle Werte drin, sagen okay, nochmals okay, können einen Vortext noch mit dazu definieren und haben auf einen Streich sämtliche Leistungen inklusive der Aufmaßdaten übernommen
aus einem Ergebnis, was wir auf der Baustelle mit dem Handy erzeugt haben. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht, unser mobiles CAD für die Handynutzung kennenzulernen. Zusammen mit Dakel freuen wir uns darüber, euch begrüßen zu dürfen auf dieser für euch kostenlosen CAD-Plattform im Internet. dakel.dachcad.de und ihr landet automatisch an dieser Stelle. Wählt einfach einen Dachtyp, gebt dessen Werte ein, verschneidet ihn mit anderen und habt ganz schnell ein professionelles Aufmaß per Handy auf der Baustelle erstellt. Seid ihr an mehr interessiert, an Zusatzmöglichkeiten, insbesondere auch in Bezug auf Anbindung an Kalkulationsprogramme, dann besucht uns in unserem Online-Shop 3D-Dachcad Online-Shop unter der gleichnamigen Adresse 3D-Dachcad einfach zu finden im Internet. Hier erwarten euch interessante Einstiegsangebote und wir freuen uns auf euren Besuch. Bis dann. Tschüss.